Ja, liebe Leute, alles neu macht der Januar, oder wie sagt man so schön? Naja, zumindest gibt es ein großes Update, das erste große Update im Early Access von Zombie Cure Lab, und das trägt den Namen Bost und Frost Nova. Das ist wunderbar, es gibt gute und schlechte Nachrichten, die damit im Zusammenhang stehen. Die gute ist, es gibt ein großes Update, ja geil, und das hat richtig geilen Content. Die schlechte Nachricht ist, leider ist mein alter Spielstand nicht mehr so richtig ladbar, es gibt da ein paar Bugs. Ich würde sagen, die machen ihn annähernd unspielbar. Deswegen, nächste gute Nachricht, wir beginnen neu. Das wollte ich nämlich vielleicht eigentlich gar nicht tun, aber jetzt durch dieses Update tun wir es doch. Und wir gehen natürlich im Schwierigkeitsgrad dann auch direkt mal eine Stufe höher. Ich bin ja Pro und ich habe mir vorgenommen, aus den Fehlern vom ersten Game zu lernen. Und dann wird es auch viel schneller gehen. Also, wir gucken mal zuallererst rein, was das Update 0.17.2 mit sich bringt. Und das Allerbeste steht gleich oben: Boss Zombie Attacks. Can you survive his mighty splash damage? Wunderbar. Es kommt ein großer Zombie rein, der greift alle x Nächte irgendwie unsere Base an, macht einen mächtigen AOE-Schaden und wir müssen ihn irgendwie überstehen. Gut. Hoffen wir einfach mal das Beste. Es gibt jetzt ein Ressourcentracking. Es gibt einen Statistikbildschirm. Wir können jetzt sehen, wie viel Essen unsere Arbeiter verbrauchen und wie viele Güter unsere Maschinen produzieren. Wir können, und das ist ganz wichtig, endlich unsere Arbeiter und unsere Gebäude umbenennen. Wir haben einen Nova-Effekt bei unserem Zentrallager. Diese Nova hat drei Funktionen. Entweder kann sie eine Frost-Nova sein, die sehr viele Zombies auf einmal angreift. Oder aber sie könnte eine Reparatur-Nova sein, die große Teile unserer Base reparieren. Oder aber, wenn wir viele unglückliche Leute haben, können wir die Nova auch nutzen, um unsere Arbeiter glücklich zu machen. Jawohl, und die gradet sich natürlich ab mit jeder Tech-Stufe, die wir irgendwie erreichen. Und dann können wir endlich unsere Hotkeys einstellen. Nicht, dass das für Leute für mich eine wichtige Funktion wäre, für andere aber bestimmt. So, dann haben wir endlich noch die Kühlkammer. Wir können also jetzt eingefrorene Zombies auch aufbewahren, bis wir sie behandeln können. Und noch viel geiler ist, ein Problem ist gelöst. Wir haben eine unerschöpfliche Eisenmine und einen Steinbruch. Ja, die kommen aber auch erst ab der Tech-Stufe 4. Da ist lang hin, aber wir sind ja bis jetzt auch gut ausgekommen. So, und dann haben wir noch Upgrades für das Ressourcenlager mit neuen Werkzeugen, die einfach, ja, das Sammeln von Gegenständen schneller machen. Und dann haben wir hier noch sogenannte Predecessor-Zombies. Wenn unsere Mitarbeiter gegessen werden, dann sehen wir den Zombies quasi an, wer das mal war. Jawohl, also so ein bisschen, ja, Personalizing hier rein. Wunderbar. So, more Infos, ich gehe das einfach mal durch. Das könnt ihr gerne jetzt mal lesen, indem ihr auf Pause klickt. So, das bringt mir auch natürlich noch ein bisschen View-Time hier auf dem Video. Wunderbar. Ich gehe einfach mal noch ein bisschen weiter runter. Das ist jetzt nur noch eine Zeile mehr. Das sind einfach nochmal Details zu den Dingen, die oben schon genannt sind. Also, haben wir verstanden. Ich freue mich drauf. Wir fangen von vorne an. Wir starten ein neues Spiel. Das kennen wir ja. Das haben wir uns schon mal angeschaut. So, das ist unsere Story. Und jetzt sind wir hier. Wir machen kein Sandbox, wir machen kein Tutorial, wir machen keine Anfänger-Expedition, sondern wir machen jetzt mal die einfache, jawohl, ich will es noch nicht übertreiben, ne, wir arbeiten uns hier einfach durch, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Also hier, was haben wir? Die unterscheidet sich von der Anfänger-Expedition natürlich in der Menge der bereitgestellten Materialien zu Beginn. So. Hier, guck mal, große Zombie-Anstürme kommen alle 12 Tage, das war vorher nur alle 15. Hier gibt es nur einen Tunnel, von wo sie kommen. Hier haben wir tatsächlich zwei. Nun, starte mit einem neuen Labor. Was kann ich denn hier auswählen? Was soll das? Weiß ich nicht. Ich starte mit einem neuen Labor. Und dann wird das Ganze schon ein bisschen putziger. Also, meine Devise, Fehler vom ersten Mal bitte nicht wiederholen. Fehler habe ich viele gemacht. Ich würde mich freuen, wenn ich davon wenige wieder tue. Ich bin ja auch ein lernendes Wesen, aber ich bin auch ein älteres Wesen. Deswegen erinnere ich mich nicht immer so ganz gut daran, was ich schon alles für einen Schindluder getrieben habe. Und hoffe, dass ich einfach nicht zu viel schon wieder falsch mache. Nun, ich versuche mich zusammenzureißen. Und
Der Gockel kräht, wunderbar. Hier. Kennen wir. Freies Spiel. So, wir setzen jetzt mal unsere Base diesmal ein bisschen bewusster als beim letzten Mal. Da habe ich sie einfach irgendwo hingesetzt. Hier kommen Zombies raus. Hier auch. Warum fangen wir dann nicht einfach irgendwo hier hinten an? In einer Ecke, wo wir nicht viele Ressourcen zerstören, wenn wir die Base setzen. Hier würden wir fast nichts zerstören. So gar nichts geht nicht scheinbar. Ja, das wäre jetzt hier mal gar nichts, ne? Das wäre die gar nichts Position. Dann machen wir das. Wir haben ein bisschen Eisen, wir haben sehr viel Holz. Wir haben wenig Stein. Das müssen wir ganz ehrlich sagen. Wir haben Glimmerbeeren, wir haben Gemüse. Wir machen das jetzt einfach. Jawohl. So, bitte. Der Zaun steht. Fast. Jetzt müssen wir natürlich noch hier unsere Heli-Station irgendwo positionieren. Würde die jetzt heute auch mal ein bisschen... Ja, ich wollte sie mehr in die Ecke machen. Das geht aber nicht. Ach, kommt. Wisst ihr was? Das war ja beim letzten Mal weder gut noch schlecht, dass die hier dran war. Insofern... Machen wir das einfach wieder hier. Yo. Komm. Nicht lange überlegen. Machen Matze. So. Was haben wir? Was brauchen wir? Das allererste ist natürlich erstmal hier unsere Produktion. So die Basics. Wir brauchen mal ein Ressourcenlager. Jawohl. Das sollte schon mal hier hinten hin, dass wir ein bisschen Erz abbauen. Das ist schon mal eine gute Geschichte. Und da kommt auch ein bisschen Gemüse mit. Wir brauchen einen Transportschuppen. Der muss mal direkt irgendwo hier daneben. Machen wir jetzt einfach mal ganz direkt so hin. So, da sind jetzt unsere Mitarbeiter. Die haben noch kein Tor. Das setze ich einfach mal hier vorne in Richtung der Tunnel, aus denen unsere Zombies kommen, damit die nicht von hinten angreifen. Also, machen wir mal ein Tor von der Stärke 1. Hier. 1 reicht auch vollkommen aus. Dann wäre ein Schneeballwerfer nicht schlecht, aber natürlich brauchen wir dafür erstmal die ganze Infrastruktur. So. Personal ist zugewiesen, das Tor steht. Die laufen jetzt also los und bauen da draußen. Wir könnten hier mal direkt noch mit ein paar Leuten auffüllen, solange wir... noch Personalüberschuss haben. Machen wir das auch. Gehen wir gleich auf die 10 hoch. Und volle Karo arbeiten. Also muss ja hier schnell gehen. Wir brauchen diverse Dinge. Wir brauchen Elektrizität auf jeden Fall. Wir müssen Energie gewinnen. Das ist ganz wichtig. Kommt, dann machen wir das doch erstmal. Hier haben wir einen Strommast. Der verteilt das erstmal ein bisschen um. Hier hinten brauchen wir erstmal keinen. Das funktioniert ohne. Jetzt überlegen wir doch einfach mal, wo wir hier anfangen. Also, Material kommt rein. Wir müssen zuallererst eine Verteidigungslinie haben. Das heißt, der Schneeballwerfer, den wollen wir in irgendeiner Weise betreiben. Fangen wir doch mal so ganz von hinten an, ne? Und damit das funktioniert, braucht der Strom. So. Den betreiben zu können, brauchen wir Eisbeutel und die kriegen wir hier im Forschungsraum. Da haben wir unsere Behandlungskammer, da haben wir unseren Forschungstisch. Kommen wir nicht weiter, wir müssen natürlich irgendwo erstmal gucken, dass wir... Bin ich gerade so ein bisschen am Überlegen und ein bisschen am Straucheln. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie das auf Tier 1 alles war. Trainingsraum brauchen wir erstmal noch jetzt nicht. Bett brauchen wir auch noch nicht jetzt. Behandlungskammer, Forschungstisch. Wir müssen tatsächlich wohl erstmal eine Möglichkeit, Eisbeutel herzustellen, erforschen. Da gehen wir jetzt mal zum Einfrieren. So, da haben wir beim Einfrieren. Das ist nur die Lagerung. Bei der Produktion, irgendwo muss doch hier Eisbeutelproduktion, da sind wir zu Hause, da wollte ich hin. So, brauche aber 50 Forschung, also da kommen wir auch nicht weiter. Müssen wir erstmal einen Forschungsraum bauen. Jetzt kriegen wir die Reihenfolge so langsam ein bisschen wieder zusammen. Den stelle ich jetzt einfach mal hier hin.
So, wir respektieren jetzt einfach mal dieses wilde Gemüsebeet. In den Forschungsraum kommt eine Tür. Die mache ich mal nach vorne. Und da kommt ein Forschungstisch hin. Und eine Behandlungskammer passt jetzt schon nicht mehr. Ist auch nicht so schlimm. Machen wir einfach noch einen zweiten Forschungstisch, denn es soll ja am Anfang auch ein bisschen was bei rumkommen bei dem ganzen Aufwand hier. Tisch Nummer 2. So, können wir hier noch ein paar Leute einstellen? Ja, jetzt haben wir nicht so viele. Da müssen wir ein bisschen aufpassen und ein bisschen mit haushalten. Also, Strom muss dahin. Schon ganz lustig, ne? Man hat das schon einmal gemacht und jetzt, wo man es nochmal wieder neu machen muss, muss man erstmal wieder sortieren, wie die Reihenfolge so war. So, dann würde ich jetzt einfach hier zwei Leute raus oder einen rausnehmen, weil einer steht ja noch rum, damit die Tische hier betrieben werden können. Dann hätten wir Forschung. Das ist gut. Forschung braucht Glimmerbeeren, die haben wir auch noch nicht. Fleischkultivator ist schon da, das ist schon mal soweit gut. Also, wir müssen erstmal Forschung betreiben. Wir brauchen Punkte, sonst geht gar nichts, ne? So, hier bitte. Und da schreiben wir auch sofort mal ein bisschen hier am Luxus runter. Die Dinger müssen einfach rennen. Ist ganz wichtig. Nun, da wir jetzt noch keine Forschungspunkte haben, müssen wir gucken, dass uns die Leute nicht durchdrehen. Das ist jetzt fast erstmal wichtiger. Bauen hier mal ein kleines Schlafzimmer hin. So, das machen wir am Ende alles ein bisschen hübsch, ne? Jetzt muss es erstmal da sein und funktionieren. Da kommt mal ein Bett rein. Wir haben ja gelernt, dass wir... Ach, drei Betten. Dass wir gar nicht so viele Sofas brauchen. Das geht auch so immer ganz gut. Da machen wir einen Stromanschluss. Nee, wir gucken erstmal, ob wir den brauchen, ne? Also, es wird geforscht, das ist schon mal sehr, sehr gut. Dann bräuchte man natürlich auch irgendwie eine Küche. So, die bekommt einen Eingang, einen Esstisch und einen Futterhaufen. Das war ein bisschen Platz, damit wir hier... Ah, Fleischkultivator passt hier nicht mehr, aber dann machen wir das wann anders. Was fehlt hier? Hier fehlt Holz. Okay. Da müssen wir jetzt ein bisschen warten, bis das Material kommt. Ich würde einfach mal sagen, wir gehen mit Holz erstmal hier auf die Prio. Die sollen jetzt mal nicht unbedingt Erz sammeln. Ja, wir machen hier erstmal das Erz aus und konzentrieren uns auf Holz. Gemüse, Glimmerbeeren, der Rest spielt hier keine Rolle. Ne? An das Zelt. Das Zelt. Oh! Moment. Das ist sehr, sehr gut. Das nehmen wir doch direkt mit. Zelt machen wir hier tatsächlich doch auf Prio. Da sind nämlich Eisbeutel drin. Dann können wir uns direkt verteidigen in der ersten Nacht. So, hier brauchen wir keinen Strom. Das ist gut. Hier brauchen wir auch keinen. Einen Trainingsraum haben wir noch nicht. Ja, ich mache das jetzt hier erstmal alles so ein bisschen lose und locker und wir bauen das dann irgendwann, wenn wir nach hinten Platz gewinnen, mal ein bisschen schöner auf. Ne? Also, dann hätten wir einen Trainingsraum. Ja, den brauchen wir jetzt noch nicht unbedingt. Die Kühlkammer brauchen wir auch jetzt noch nicht so unbedingt. Wir müssen einfach mehr forschen. Das ist echt wirklich das Ding. Wir stellen noch einen dritten Tisch auf. Aber dann ist die Frage, ja, brauchen wir gar nicht. Die Glimmerbeeren reichen sowieso nicht aus. Da haben wir schon das erste Thema. Das Ressourcenlager müsste tatsächlich dann die Glimmerbeeren mit einsammeln. Aber wisst ihr was, wir stellen einfach noch ein zweites hin. Nee, machen wir nicht. Wir nehmen das, wir ziehen es ein Stückchen hier rüber. Dann ist das alles sichergestellt. Den Transportschuppen nehmen wir auch mit. So.
Dann ist das Zelt auch noch mit drin, das Gemüse auch. Ja gut, so passt das alles. Okay. Hier ist jemandem langweilig. Ich würde jetzt einfach sagen, der geht mit hier draußen ans Ressourcenlager. Oh. Ist aber eigentlich gar nicht verfügbar. Auch gut. Also, wir lassen einfach mal den Heli kommen. Greifen mal ab, was wir abgreifen können. Und das ist für die erste Nacht schon mal tipptopp hier. Wir holen auch Holz, wir holen auch ein bisschen Stein. Ja, nicht ganz so viel Holz, weil die Glimmerbeeren auch ganz wichtig sind. Und, oh ja, hier. So viel schönes Zeug. Heli soll kommen, bitte. Es muss losgehen hier. Da war jetzt die Frage, das habe ich gar nicht gesehen. Mitarbeiter haben wir keine weiteren. Da sind wir schon voll. Gut. So, Forschung ist da. Wir bräuchten Eisbeutelproduktion. Der Blasebalg. Den nehmen wir auf jeden Fall auf. Machen nochmal den Forschungsraum gleich eine Stufe größer. Das Ding wird jetzt einfach abgeerntet. Das will ich tun, bevor wir hier anbauen. Ne? Haben wir ja gelernt, dass wir hier nichts mehr kaputt machen wollen. Ah ja. Macht mal wieder Spaß, so recht jungfräulich hier anzufangen mit so einem Level. Was mich jetzt interessiert, ist tatsächlich um 22 Uhr kommen ja hier die ersten Zombies. Wie viele das jetzt so sind. Welchen Richtungen die kommen. Ob die jetzt tatsächlich aus beiden Tunneln kommen. Hier, guck mal nochmal, das ist richtig eingestellt. So, das ist jetzt natürlich ein bisschen umständlich hier, muss man ganz ehrlich sagen, mit dem Ressourcenlager da draußen und den Bären hier drin. Gemüse, Entschuldigung. Aber das haben wir auch relativ schnell eingesammelt. So, aber die Nacht kommt und die Leute sind draußen. Daraus lernen wir jetzt auch erstmal, dass wir das ein bisschen ordentlicher machen hier. Unsere Leute nicht so aufs Spiel setzen, das hat nämlich gar keinen Wert. Es gibt keine Zombies, dann kann es weitergehen. Ihr könnt weiterarbeiten. Ne, das mögen sie nicht, ne? Ja, wahrscheinlich müssen sie erstmal zum Zentrallager zurück, um zu verstehen, dass sie jetzt was anderes machen können. Guck mal hier oben. Die Nova ist fertig. Mit der können wir jetzt entweder reparieren, eine Frostnova schießen oder hier die Mitarbeiter glücklich machen. Das ist ja mal echt eine feine Sache. Finde ich eine tolle Idee. So, hier haben wir noch ein paar Leute stehen. Denen ist langweilig. Die gehören jetzt hier zum Zentrallager. Haben nichts zu tun, weil es nichts zu bauen gibt. Wisst ihr was? Dann machen wir doch einfach jetzt, damit wir hier nicht untätig rumstehen, hier mal einen Anbau dran. Und das verbinden wir nachher einfach. So, es gibt noch eine weitere Tür. Da kommt die Behandlungskammer rein. Ah, erstmal die Eisbeutelpresse, oder? Haben wir die jetzt gelernt? Habe ich das jetzt getan? Der Blasebalg. Natürlich der Blasebalg. Sag ich doch. Da ist er. Der muss hier ganz dringend rein. Sowas von dringend. Will aber noch nicht. Ach, der will draußen stehen. Ja, gut, okay. Muss ja auch mal jemand hinzusagen, ne? Also, der mag gar nicht drin betrieben werden. Aber ist nicht schlimm, dann machen wir hier die Behandlungskammer rein. So, wer lesen kann und das auch tut, ist klar ein Vorteil. Aber auch nur derjenige. Blasebalg steht hier. Behandlungskammer, die stellen wir dann einfach direkt da rein. So, das ist jetzt natürlich vom Platz wieder alles nicht optimal. Aber das kriegen wir auch noch schön. Strom kommt hier dran. Einfach mal von hier hin verteilt. So. Wir gucken mal, was noch alles da ist. Hier. Und das sind doch alles tolle Dinge. Ach, wir greifen alles ab, was da ist, ne? Okay. Das Gemüse ist weg. Jetzt könnte man natürlich dahergehen und sagen, komm, wisst ihr was, wir machen hier draus einen großen Raum. Das machen wir auch. Dafür müsste der Strommast ein Stückchen nach vorne.
Dann bauen wir hier noch ein bisschen Forschungsraum. Und dann verbinden wir die alle miteinander. Vielleicht so. Ja. Sollen sie erstmal die Wände bauen und dann machen wir das zu einem. Ich frage mich, ob ich so eine Flurkonstruktion brauche, wie ich sie das letzte Mal hatte. Die hat jetzt auch nicht unbedingt die Zombies so abgehalten, muss man mal ganz ehrlich feststellen. Aber ja, so, hier fehlt jetzt Personal. Das geht so gar nicht. Hier ziehen wir einfach zwei ab, weil die ja eh faul rumstehen. Und da machen wir auch zwei hin. Das Ding muss immer besetzt sein. Das ist einfach so. Ja, den ist immer noch langweilig. Nehmen wir noch einen weg. Guck mal, ob wir den irgendwie überreden können, hier mit zum Spielen. Jawohl, okay. Huch, da hat es jetzt jemanden irgendwie ein wenig eingesperrt. Das ist aber auch kein Problem. Wir verbinden jetzt mal ein paar Räume. Ich weiß nicht, ob ich das mitmarkieren muss. Ja. Jetzt kann er sich wieder befreien. Super. Also, großer Forschungsraum. Das gefällt mir gut. Das machen wir jetzt auch direkt ein bisschen, auch wenn es nur ein klein bisschen ist, aber doch schöner. Also hier einen Tisch hin. Den anderen machen wir dann jetzt direkt dahin. So, die Behandlungskammer. Gucken wir nochmal, ob was geht. Die hätte jetzt noch so hier ein bisschen... Ah ne, die müssen wir so rumdrehen. Ja, so würde noch gehen, aber das ist auch schon alles. Okay, kein Ding. Machen wir so. Jetzt haben wir 102 Forschung. Wir arbeiten uns einfach mal durch. Und jetzt hier, da, damit wir das nicht vergessen. Unsere Produktionsstatistik, ne? Gucken wir uns nochmal irgendwann genauer an. Wir sehen hier 6 Stunden genau, 12 Stunden, die letzten 24, die letzten 48. Jo. Wunderbar. Würde ich sagen, machen wir dann, wenn wir es brauchen, wenn es spannend wird, auf jeden Fall. Nochmal ein bisschen intensiver. Aber wir haben es jetzt einmal gesehen. Also, 18 Mitarbeiter. Wir haben jetzt genug Essen. Dünger brauchen wir noch nicht. Wir haben Eisbeutel. Das ist gut. Die Nacht kann kommen. Chemikalien brauchen wir auch jetzt noch nicht. Also, wir haben unseren Essbereich. Wir können noch kein Essen herstellen. Wir müssten mal irgendwie gucken, dass wir ein bisschen unabhängig werden. Den Freezer, komm, den hat man das letzte Mal nicht verwendet. Den stellen wir jetzt einfach mal auf. Und der ist nicht hier. Der ist nicht hier. Ist er in der Küche? Er gehört da eigentlich nicht hin. Nein. Beim Training ist er nicht. Das ist jetzt spannend. Okay. Ich bin ganz offensichtlich blind. Wir gucken nochmal. Ach, der muss in die Kühlkammer. Wer lesen kann und das auch tut, ist klar im Vorteil. Dann bauen wir doch mal eine kleine Kühlkammer. Aber wo ist die? Hier. So. Da ist er. Und wie gesagt, er muss rein. Das stimmt schon. Dann machen wir die Kühlkammer und bauen die jetzt einfach mal... Ach, wir lassen ein bisschen Platz für den Flur, oder? Bauen die jetzt einfach mal hier dran. Oh, und dann machen wir was kaputt. Ja, dann fangen wir nochmal hier drüben auf der Seite erstmal an. Wir bauen das eh alles im großen Stile noch um, ne? Lagerplatz für gefrorene Zombies 3x3. Dann müssen wir doch die Kühlkammer gleich größer machen. Machen wir sie auf 9x9. So. Und dann müssen wir die auch noch miteinander verbinden. Okay. Kriegt das Ding auch eine Tür? Wisst ihr was? Ich würde es sogar nochmal anders machen. Wir verkleinern den Raum nochmal hier an der Seite. Und ziehen ihn noch ein Stückchen weiter
hier rüber. Aha. Ja, dann machen wir halt noch ein bisschen größer, ist mir auch egal. Ja, jetzt, können wir das irgendwie so machen? Geht das? So, alles klar. Jetzt ist er 9x10. Ich bin auch happy. So, Lagerplatz für gefrorene Zombies. Wenn wir das Ding schon jetzt bauen, dann stellen wir das auch hin. Und hier den Freezer einmal rein. Machen wir hier an die Seite. Dann brauchen wir mit Sicherheit Strom. Einmal hier. Einmal da. Okay. Ich bin echt am Überlegen, ob wir diesmal nicht komplett einfach mal unser Zentrallager umbauen mit unserer Base, damit die Zombies überhaupt gar nicht bis an das Zentrallager rankommen. Das wäre jetzt eine Option. Ich könnte ja mal ein bisschen anders kreativ bauen als beim letzten Mal. Einen Trainingsraum können wir auch schon mal einplanen. Würde ich sagen, machen wir mal so von... Oh, hier, guck mal, da machen wir jetzt einiges kaputt. Das lassen wir jetzt mal schön sein. Ja, dann stellen wir einfach hier mal in die Lücke rein, so lange hier, ne? Da machen wir nämlich auch nichts kaputt. So, 8x6, wunderbar. Kriegt eine Tür. Hier draußen wird fleißig gearbeitet. Wir haben so noch nichts abgebaut. Warum? Weil ich natürlich hier gesagt habe, keine Eisbeutel holen sollen und kein Metall. Was nicht ganz clever war, wenn ich die Dinge tatsächlich haben will aus dem Zelt. So, Forschung 115. Wir müssen Nahrung selbst produzieren, ne? Das geht mit dem Gemüsebeet, das geht mit dem Glimmerbeerenbeet. Ja, das können wir aber nicht erforschen. Fangen wir einfach mit Gemüse an. Leider habe ich jetzt die Reihenfolge ein bisschen dumm gewählt, aber gut. Was wir haben, haben wir. Gemüsebeet stellen wir jetzt einfach mal übergangsweise hier hin. Schneebälle sind hier noch keine. Transportschuppen deckt das hier nicht mit ab. Das ist jetzt ein bisschen interessant. Dann stellen wir hier noch einen Transportschuppen hin. Wäre gut vor der nächsten Nacht, wenn wir das geregelt bekämen. Okay. Wir reduzieren hier mal ein bisschen das Personal, wollte ich gerade sagen, machen wir aber nicht. Ihr seht schon, das wird jetzt direkt langsam knapp hier. Wir müssen also ein bisschen aufpassen, was wir hier machen. Der Freezer hat einen Eisbeutel hergestellt. Ach, wie gut, wie ich dieses Gerät jetzt schon liebe, ne? Das Ding ist echte Ressourcenverschwendung. Okay, Blasebalg ist besetzt mit 2 Leuten. Hier sollten wir sicherheitshalber eigentlich auch 2 haben. Einer füllt nicht nach. Der andere schon. Hier ist jetzt auch besetzt. Also da kommen wir doch langsam dahin, wo wir wollen. 70 Forschung werden benötigt. Hier ist aber auch nicht so der richtig harte Betrieb. Ja, wir müssen da so ein bisschen schauen. Also was wir hier jetzt nicht ganz so dringend brauchen, sind tatsächlich 3 Leute, die hier abbauen. Ich werde das alles nochmal ein bisschen knapp halten hier. Und gucken, dass wir drin die Dinge tatsächlich zum Laufen bekommen. Für den Trainingsraum haben wir ja bis jetzt erstmal nur eine Beinpresse. Die reicht ja auch. Wir haben sowieso noch keine Jumbies. Okay. Jetzt kann die erste Nacht kommen und ich würde ganz einfach mal sagen, Leute, wir machen das jetzt ein bisschen länger heute. Ich will jetzt nicht nur irgendwie so ein bisschen Vorbereitung und eine Nacht ohne Zombies, ich will ein bisschen Action in der ersten Folge.
Und dafür müssen wir halt noch eine Nacht mitnehmen. Da sind es noch ein paar Stunden hin. Das ziehen wir aber durch. So, jetzt sind hier auch Eisbeutel angekommen. Jawohl. Läuft, 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 läuft. Die Frage ist, ob wir vielleicht noch einen zweiten Schneeballwerfer aufstellen. Ich denke, das wäre jetzt einfach nur sicher, ne? Aber dann sind wir auch mit dem Personal wirklich am Ende der Fahnenstange angekommen. Ihr seht ja, das verteilt sich jetzt hier schon überall ganz ordentlich hin. Und wir brauchen dringend Jumbies. Sonst wird das nichts. Die Behandlungskammer hier, die braucht Holz und Glimmerbeeren. Das heißt, das Glimmerbeerenbeet ist die nächste wichtige Geschichte, dass wir da ein bisschen unabhängig werden. Stellen wir auch direkt einfach mal auf. Und dann können wir wirklich niemanden mehr hier irgendwie noch mit reinziehen. Denn wir sind einfach wirklich mit den Arbeitern hier fertig, ne? Hier können wir noch einen wegnehmen für das Glimmerbeerenbeet, aber dann war es das wirklich. Dann haben wir echt keinen Puffer mehr, weil die müssen ja auch reparieren und bauen, wenn was ist. Das heißt, dass wir das Zentrallager gar nicht weiter runterfahren dürfen. Sonst gibt das hier tatsächlich Probleme. Also, ja. Mehr ist jetzt im Moment nicht, was wir machen können. Jetzt ist aber auch gleich 20 Uhr, das heißt, es geht auch gleich los. Hier habe ich tatsächlich. Nee, das ist nur das alte Beet, das gibt es nicht mehr. Essen liegt bereit. Haben wir auch noch ein bisschen auf Lager. Also, ich würde sagen, wir kriegen das, glaube ich, ganz gut hin, so von der Vorbereitung. Bin guter Dinge. Ich würde mir jetzt noch wünschen, dass wir hier noch einen finden, der hier arbeitet. Vielleicht kriegen wir hier jetzt noch einen frei. Irgendwie scheren sie sich nicht so richtig um ihre Aufträge. Machen wir auch mal anders. So, und die sollen den schwächsten Gegner einfrieren. Das ist richtig gut, denn ich will ja hier schnellstmöglich Jumbis haben. Blasebalken müssen wir nicht doppelt besetzen. Nein, lieber Glimmerbeeren produzieren. Und jetzt tatsächlich ist mal jemand hingewatschelt. So, Transportschuppen. Deckt hier alles mit ab in der Base. Wunderbar. Wir könnten also irgendwann auch mal dieses Lager kurzfristig hier reinziehen, um hier drin diese Sachen so abzubauen, die noch rumstehen. Denn damit kommen wir nicht weit. Und jetzt kommt die Nacht. Bin gespannt, was uns erwartet. Wir werden es gleich erfahren. Würde jetzt sagen, genau. Wir lassen die Leute schon mal reinkommen, weil die Zombies sind ganz schnell da und fressen uns unsere Mitarbeiter auf. 6 Zombies, normaler Angriff. Langweilig. Das machen wir mit links, oder? So, 3 kommen von hier. Da sind sie und die anderen irgendwo von da. So, jetzt haben wir hier so einen Einfrierfortschritt. Insgesamt bringen die wohl so 16.000 Leben mit. Und davon, wir können ja mal gucken, einer hier 3.000. 5 mal 3.000 macht natürlich 16.000, alles klar. So, das Tor soll natürlich repariert werden. Wir gucken jetzt auch nochmal nach den Auto-Repair-Einstellungen. 90% klingt vernünftig, das lassen wir einfach so. Ja, da brauchen wir auch hier keine Prio. Wenn da was kaputt geht, dann kommen die schon. Würde mich freuen, wenn wir ein oder zwei hier mal eingefroren bekommen würden. Dann hätten wir schon mal ein paar mehr Mitarbeiter demnächst. Eine Zombie-Falle wäre ja das nächste, was wir bauen könnten. Wisst ihr was? Die geben wir einfach schon mal in Auftrag. Das machen wir hier einfach ganz klein. So, und die können ja von zwei Richtungen kommen, deswegen
machen wir das einmal so. Und es gibt noch ein Tor. Kommt jetzt hier an diese Seite. Und wird am nächsten Tag gebaut, ne? Aktuell kann natürlich keiner hin. Wegen der Ausgangssperre. So, und jetzt haben wir in 3 Stunden von 8 2 Zombies eingefroren. Das heißt, ich rechne damit, dass wir 4 oder 5 vielleicht von den 6 bekommen. Das wäre schon mal eine ganz nette Ausbeute. Heißt also, wir bräuchten mehr Schneeballwerfer, wenn wir mehr Zombies einfrieren wollen. Und das ist ja auch nur ein normaler Angriff. Ja, das wird ein bisschen knapp hier. 33% nach der Hälfte der Zeit. Also werden wir nach 8 Stunden um die 70% haben. 70% von 6 sind 4 Zombies, ne? Gerundet 4, mit ein bisschen Glück 5. Je nachdem, wie stark sie noch sind. Aber gut, also das ist schön, ist schon mal ein bisschen transparenter hier alles. Da können wir insgesamt schon mal ein bisschen besser arbeiten. Sowas gefällt mir natürlich nicht hier, die Beinpresse. Die müssen wir einmal umdrehen. Das muss alles toll sein. Das muss alles perfekt sein, wenn die Jungs da sind. Da will ich doch, dass das Ganze hier richtig ordentlich läuft, ne? Also, ja. Schreibt mir doch mal eure Meinung. Soll ich das einmal hier, das Zentrallager, einzementieren? Durch Räume drumherum, wie so ein Ring, komplett geschlossen drumherum. Wobei, das wird jetzt nicht gut gehen, wegen dem Helikopterplatz. Müsste ich also nach hinten ausbauen. Ja, würde schon gehen. Nur mit Symmetrie hat das dann am Ende gar nichts mehr zu tun. So, ihr Lieben. Ihr seid bald Geschichte, zumindest schon mal 4 von euch. Ja. Aber ihr seht, um 5 Uhr kräht der Hahn, wir kriegen den 4. noch und dann war's das. Aber immerhin, dann sind wir von 18 auf 22 Mitarbeiter hoch. Das ist schon mal gut und da wollen wir gucken, was wir mit den Level 1 irgendwie so anfangen können. Wir können dann ein bisschen Glimmerbeerenanbau betreiben, ja, dafür sind sie gut genug. Jawohl. Und da wir die anderen ohnehin nicht kriegen, sparen wir uns jetzt die Eiswürfel. Die Eisbeutel, ne? So. Wir sparen hier Hartmaterial. Finde ich gut. Macht auch Sinn, oder? So, jetzt haben wir wieder 66 Forschungspunkte. Mir geht das eindeutig viel zu langsam. Ja, nochmal ein schwacher Angriff mit 6 Zombies. Einen weiteren Forschungstisch brauchen wir nicht bauen, solange wir die hier nicht dauerhaft besetzt haben. Das ist schon mal wieder so ein Punkt. Strom ist aus. So, wir können hier wieder einschalten. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass jemand anfängt, unsere Jumbies hier zu behandeln. Hier fehlt Strom. Das glaube ich nicht. Nicht genug Energie. Ja gut, es fehlt Strom, weil einfach nicht genug da ist. Das ist richtig. Das heißt, wir müssen jetzt mal gucken, dass unser Zentrallager ein bisschen was produziert, sobald die Sonne wieder aufgegangen ist. Denn da ist ja nur Sonnenkollektor verbaut. Aber was können wir noch machen? Eine Batterie können wir hinzubauen. Einen Laufradgenerator. Ich würde jetzt eher mit dem Wind starten. Denn hier brauchen wir Jumbies und davon haben wir momentan nicht genug. Ich würde jetzt lieber hier rauf gehen, weil die personalfrei laufen. Bringen 15 Elektrizität, die hier aber 45. Ha! Komm, was soll's, dann machen wir's. Also. Muss mehr Energie her. Das ist jetzt schon mal die Erkenntnis. Dann machen wir das auch. So, den stellen wir einfach mal hier auf. Irgendwo hier, wo er jetzt gerade nicht stört und wo er direkt am Strom angeschlossen ist. Nummer 1. So. Und dann haben wir die erste Nacht doch überstanden. Hier haben wir jetzt so ein bisschen unsere Baustellen. Oh, hier. Guten Morgen. Ja, wir müssen die Leute wieder rauslassen, ne? Haben wir das noch gemerkt? Es kann losgehen. Beim nächsten Mal steigen wir voll ein, bauen das hier alles aus, gucken, dass wir mehr Personal bekommen
Wir behandeln unseren ersten Level 1 Yumbi beim nächsten Mal. Ich würde sagen, das war kein schlechter Start. Ich habe schon mehr Fehler gemacht heute. Ich glaube, es hielt sich ganz gut in Grenzen. So schaut das aus. Klein, übersichtlich. Aber das wird noch eine richtig gute Base werden. Also an dieser Stelle sage ich vielen Dank und tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Matze.